Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sportshow. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Das sind unsere Themen heute. Spannendes Spiel. Teufel Bad Nauheim gewinnen Rhein-Main-Derby gegen Frankfurt in Overtime. Letzter Auftritt. Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg bei seinem Besuch in Wiesbaden. Hohe Auszeichnung, Sportler des Jahres beim Hessischen Behindertenverband geehrt. Wir starten allerdings mit der Meldung aus Darmstadt. Die Verantwortlichen der Lilien haben heute die Reißleine gezogen und Trainer Norbert Meyer und Sportdirektor Holger Fach mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Das Training übernimmt ab sofort der Nachwuchstrainer Ramon Berndroth. Sich selbst freigenommen hat jetzt Nico Rosberg. Der Formel-1-Weltmeister sagt, seine Karriere ist zu Ende. Letzten Mittwoch bei der Pressekonferenz in seiner Geburtsstadt Wiesbaden ging es um ganz andere Themen, beispielsweise wie es zu dem kuriosen Treffen in Wiesbaden gekommen ist. Da ist er, der Weltmeister. Nico Rosberg zu Besuch in Wiesbaden und zu Besuch bei Oberbürgermeister Sven Gehrig. Angefangen hatte alles gestern früh mit dieser Meldung auf der Facebook-Seite des Rennfahrers. Hallo, Herr Sven Gehrig. Ich würde gerne morgen, Mittwochvormittag, bei Ihnen im Rathaus auf einen Handkäs mit Musik vorbeikommen. Mit meiner Familie. Geht das? Mit freundlichen Grüßen, Nico. Mir schrieb jemand, Achtung, hast du gesehen, Nico Rosberg will nach Wiesbaden kommen. Dann habe ich mir das angeschaut und habe gesagt, also so locker, so cool, also das kann nicht ernsthaft echt sein, das ist ein Fake. Bin ins Büro gefahren, habe meine Mitarbeiter gebeten, das mal zu verifizieren, was denn da dahinter steckt. Und seit gestern Morgen um 8.58 Uhr war es dann verbrieft. Das ist echt. Und der frisch gebackene Formel-1-Weltmeister besucht seine Geburtsstadt, die Landeshauptstadt Wiesbaden. Ich bin stolz wie Bolle, das mag ich an der Stelle sagen. Herzlich willkommen, lieber Nico. In Wiesbaden, wir freuen uns alle sehr. Doch auch für Rosberg war alles nicht so einfach, denn glauben wollte man ihm in Wiesbaden zunächst nicht. Kleine Vorgeschichte zu dem Thema Fake. Ich musste höchstpersönlich dann noch anrufen bei Ihnen im Büro und dann von einer Stelle zur anderen wurde ich dann weitergeleitet und war dann noch 2,5 Minuten in der Warteschleife, um dann endlich mit irgendjemandem zu sprechen, wo ich dann verifizieren konnte, dass ich wirklich der Nico bin. Das hat dann letztendlich nach ein paar Minuten geklappt und somit bin ich dann auch heute hier. Aber das war dann noch nicht so einfach. Und auch den Bundespräsidenten hatte Rosberg noch per Facebook eingeladen. Habe ich auch noch gemacht, ja. Aber der, ja, ich dachte mir, wenn es mit Sven so schnell geklappt hat, vielleicht funktioniert das mit dem Herrn Bundespräsident Gauck auch noch so schnell. Aber er ist dann leider doch nicht hier, ist meine letzte Info gewesen. Kommt erst morgen. Also das wird dann leider nicht klappen. Echt schade. Hätte ich auch noch sehr, sehr gerne getroffen. Den Weltmeister treffen oder zumindest ein Foto oder Autogramm wollten auch rund 500 Rosberg-Anhänger, die in der eisigen Kälte auf ihr Idol warteten. Dann kam er zu seinen Fans, zu seinen Wiesbadenern. Wenn ich an Deutschland denke, dann denke ich an Wiesbaden. Und ja, wie gesagt, ich habe ja sehr viel Zeit auch verbracht im Opelbad oben mit meiner Oma, dann im Wald. Weil sie hat oben in der Fresenius-Straße gelebt, das war direkt da an der Grenze zum Wald da oben. Und also viele, viele Kindheitserinnerungen. Und daher ist es auch für mich dann was Besonderes, hier als erstes nach dem Titelgewinn zu sein. Geduldig und sehr sympathisch versuchte der neue Formel-1-Weltmeister so viele Autogramme zu schreiben und so viele Selfies zu machen, wie es möglich war. Um Zeit zu sparen, nahm Rosberg gerne auch selbst das Handy in die Hand, um das Foto zu machen. So langsam aber sicher registriert der 31-Jährige, was er geleistet hat. Direkt nach dem Rennen war das noch nicht der Fall. Ich konnte mich gar nicht freuen. Das war Erleichterung im ersten Moment, weil diese Intensität in den letzten zwei Runden war wirklich außerirdisch für mich. Deswegen, es hat echt, da kamen auch direkt die Tränen bei mir noch im Auto, als ich da alleine rumkurfte nach der Zielflagge. Und dann erst kam dann mit der Zeit so ein bisschen mehr und mehr dann die Freude. Dann konnte ich auch einmal reinschreien ins Radio. Dann kam die Vivian noch auf dem Radio und hat mit mir gesprochen, sehr persönlich, was echt schön war. Schöner Moment nochmal. Und dann kam halt mehr und mehr die Ekstase danach. Zurzeit genießt Rosberg einfach seinen Erfolg und würde am liebsten mit der ganzen Welt feiern.
Und so wurde er nicht müde, beim Empfang in Wiesbaden ein Autogramm nach dem anderen und unzählige Selfies zu machen. Leider konnte er sich nicht bei jedem Fan persönlich bedanken. Aber wer laut genug gerufen hat? Nico! Der bekam den Weltmeister auch zu sehen. Erfolgreich und sympathisch, Nico Rosberg, ein Weltmeister zum Anfassen. Nico Rosberg ist mit Sicherheit auch einer der Top-Favoriten, wenn es darum geht, wer wird Sportler des Jahres. Diese Ehrung, Sportler des Jahres, hat der Hessische Behindertensportverband bereits hinter sich. Wer gewählt wurde, wer gewonnen hat, das sehen Sie jetzt. Alle 4 Jahre, sprich in einem olympischen Jahr, steht auch der Behindertensport wieder mehr im Fokus. Mit dem hessischen Abschneiden bei den diesjährigen Paralympischen Spielen ist der Präsident zufrieden. Die Bilanz aus hessischer Sicht hat uns zufriedengestellt. Ich denke, die Rollstuhlbasketballerinnen hätten natürlich auch eine Goldmedaille gewinnen können. Aber ich glaube, mit der Silbermedaille waren wir alle sehr zufrieden. Und auch die übrigen Sportler haben wirklich tolle Leistungen gebracht, haben ihre Ziele teilweise übererbracht. Und ich denke, da kann man also sehr zufrieden sein. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich verpflichtet, das Ganze wieder frisch aufzubauen, neue Leute zu gewinnen und die Alten zu unterstützen, damit sie weiterhin bei ihrem Sport bleiben können. Das ist natürlich ein großes Problem, was wir haben, dass das alles noch fast Amateure sind und wir natürlich die Basis dafür bieten müssen, dass sie dann auch geeignet Sport betreiben können. Doch auch wenn der Behindertensport mit wenigen finanziellen Mitteln auskommen muss, sind die Zeiten, in denen es nur ums Dabeisein geht, auch im Behindertensport längst vorbei. Ich glaube, es war mal so, dass es sehr, sehr freundschaftlich war. Aber mit der Zeit, wo Halbprofis und Profis jetzt auch gegeneinander kämpfen, wird sich das angleichen dem normalen Sport. Da gibt es gar kein Vertun. Das ist keine Ausnahme bei den Binnen. Jeder möchte sein Bestes bringen, jeder möchte die Medaille erreichen, die ihm auch dann irgendwo im Sport und im Beruf und im Leben weiterhelfen. Und ich glaube, dieser Ehrgeiz hat jeder Sportler und den muss er auch bringen, sonst kommt er also zu keinem großen Erfolg. Nachwuchssportlerin des Jahres wurde die sehbehinderte Läuferin und Triathletin Lena Dieter, die in diesem Jahr den 3. Platz beim World Paratriathlon erreichte. Sie selbst war darüber sehr überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt. Ich bin auch hierher gefahren und hatte eigentlich, also wie gesagt, ich habe absolut nicht damit gerechnet. Und meine Eltern haben auch gesagt, ich soll mir halt was überlegen, was ich dann vielleicht sage. Und ich habe aber gesagt, ach, ich werde es doch eh nicht, deswegen brauche ich das nicht. Und dann stand ich auf einmal da, das war schon komisch. Sportler des Jahres wurde die Skifahrerin Nicole Hoffmann. Die geistig behinderte Sportlerin wurde in diesem Jahr 3. bei den Special Olympics in Liechtenstein. Der Sport hilft ihr auch, den Alltag zu meistern. Ja, wenn man sieht, dass die Nicole normalerweise nicht auf einem Bein stehen kann, aber allein Ski anziehen kann. Und da muss man auch, wenn es für einen kurzen Zeitpunkt ist, auf einem Bein stehen. Da funktioniert es. Oder wenn wir reden über Hangneigungen von 70%, wenn sie die fehlerfrei runterfährt. Das sieht man oben nicht, wo man hinfährt. Und trotzdem fährt sie sicher runter. Und das geht dann wieder über in den normalen Lebensbereich, wo ich dann eine Treppe besser gehen kann. Oder aber mich einfach sicherer auf unebenen Straßen bewegen kann. Das sind dann die kleinen Dinge, die es, man sagt, okay, das kam durch den Sport. Den Titel Mannschaft des Jahres geht an die Elektro-Rollstuhl-Hockeyspieler aus Dreieich, die in diesem Jahr Deutscher Meister wurden. Die Besten in Deutschland und die Auszeichnung zur Mannschaft des Jahres, ein Jahr, welches sich gelohnt hat. Das sind für uns zwei verschiedene Titel, die auch einen total verschiedenen Stellenwert für uns haben. Das eine ist sportlich, die Meisterschaft gewonnen ist einmalig, aber auch der Titel zur besten hessischen Mannschaft, das ist auch was ganz anderes. Das ist auch einmalig für uns. Das erste Mal, dass wir überhaupt sowas gewonnen haben, das vergessen wir nicht. Die hessischen Behindertensportler waren auch 2016 wieder absolute Spitze. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann geht es hier gleich weiter. Mit Eishockey, unter anderem mit dem Rhein-Main-Derby, Bad Nauheim gegen Frankfurt. Spannendes Spiel, Teufel Bad Nauheim gewinnen Rhein-Main-Derby gegen Frankfurt in Overtime. Gleich im Studio, Teufelstürmer Andreas Pauli.
Wir sind wieder zurück in der Sportshow und sprechen jetzt über Eishockey, genauer gesagt über den EC Bad Nauheim. Hinter dem liegt ein Derby-Wochenende Freitag, der Sieg gegen Frankfurt und dann am Sonntag die Niederlage in Kassel. Über beide Spiele wollen wir reden und über die aktuelle Situation. Bei mir Stürmer Andreas Pauli. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Ja, erst der Sieg am Freitag im Derby gegen Frankfurt und dann mit 4:3 und dann ja die kalte Dusche in Kassel mit 7:1 die Niederlage. Trotzdem erstmal Dankeschön, dass du trotz der deutlichen Niederlage heute hierher gekommen bist. Wie fällt dein Fazit zum Wochenende aus? Ja, die Niederlage gestern, die ist natürlich, muss man schon sagen, heftig. Also 7:1 im Derby, es tut mir auch leid für alle Fans, die auch mitgereist sind und auch überhaupt allen Fans, so kann man sich nicht präsentieren. Das ist ganz klar, aber es ist halt einfach im Sport, es sind Tage, da funktioniert gar nichts und so einen haben wir ja gestern gehabt. Mhm. Und wiederum am Freitag war es natürlich ein überragendes Spiel von der Mannschaft, wir haben super gespielt. Jeder hat alles umgesetzt, was vom Trainer vorgegeben war. Da war Leidenschaft, da war Kampf dabei. Die Fans haben uns unglaublich nach vorne gepeitscht. Also das sind halt Spiele, da denkst du später noch dran. Und es war schon geil, ja. Jetzt im Moment auf Tabellenplatz 9. Aber du hast gesagt, eben im Vorgespräch, so sehr interessiert dich die Tabelle gar nicht. Also ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, das wird mir jetzt keiner glauben, aber ich habe bis jetzt noch nicht einmal auf die Tabelle geguckt, weil ich sage, das ist jetzt einfach total unrelevant, da drauf zu gucken, weil du verlierst 3 Spiele, dann stehst du ganz unten, du gewinnst 3 Spiele, stehst ganz oben. Die ist jetzt einfach nicht aussagekräftig, sondern wir brauchen im Schnitt einfach jedes Wochenende unsere 3 Punkte, dass wir am Ende unser Ziel erreichen. Und da sollte man drauf hinarbeiten und sich jetzt verrückt zu machen, das bringt gar nichts. Und wie gesagt, ich schaue nicht drauf. Wie stark schätzt du den EC Bad Nauheim in dieser Saison ein? Ja, also ich denke, wir haben eine andere Mannschaft wie letztes Jahr. Also wir haben dieses Jahr im Sturm 3 sehr ausgeglichene Reihen. Also es kann jede Reihe auch ein Spiel entscheiden. Das hat man auch dieses Jahr schon gesehen. Und ja, ich sage halt, die Liga ist einfach allgemein ausgeglichener. Und ich glaube, wir können gegen jede Mannschaft gewinnen. Wir können aber auch gegen jede Mannschaft verlieren. Es muss einfach jedes Spiel zu 100% muss die Einstellung stimmen und dann ist alles möglich. Aber wenn es nicht stimmt, sieht man ja, ich will jetzt auch nicht sagen, dass die Einstellung nicht gestimmt hat, aber man kann auch dann in Kassel 7:1 untergehen. Und ja, also wie gesagt, ich denke, wir haben eine gute Mannschaft, aber es muss auch alles passen. Genau, und im Moment fehlt einfach noch ein bisschen die Konstanz, oder? Ja, es ist natürlich auch hart, wenn du jedes Spiel immer gleich in Rückstand gerätst. Das ist natürlich beschissen ohne Ende, das muss man auch sagen. Ja. Und ja, wie gesagt, ob das Konstanz ist, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle müssen wir einfach einen Weg finden, dass wir einfach auch die Fehler mehr abstellen und uns mehr auf unser Spiel konzentrieren. Ja. Bei dir, in deiner Saison, läuft im Moment eigentlich relativ gut. 22 Spiele erst um, 24 Scorerpunkte. Du brauchst noch 4 und dann ist es ja die beste Saison in deiner bisherigen Karriere. Das heißt, du persönlich kannst eigentlich ganz zufrieden sein, oder? Ja, also wie gesagt, das ist, im Sport läuft es mal ein bisschen besser, dann läuft es mal schlechter. Mal springen dir die Scheiben genau hin, da brauchst du nur noch reinlegen. Dann hast du die Scheiße am Schläger. Und ich würde das jetzt auch nicht so überbewerten, weil ich bekomme vom Trainer wirklich viel Vertrauen. Ich spiele in entscheidenden Situationen. Klar versuche ich, das ihm auch zurückzugeben, aber ich würde jetzt nicht persönlich von mir sagen, dass das meine beste Saison oder sonst was ist, sondern ich versuche hart zu arbeiten, aber das tue ich immer. Und wie gesagt, mal hast du ein bisschen mehr Glück, mal nicht, aber ja. Aber insgesamt kann man sagen, bist du mit dem Schritt aus der DEL von München dann nach Bad Nauheim schon zufrieden, oder? Ja, es bestätigt halt, sag ich mal, mir und auch meinen Spielervermittler und mein Umfeld einfach, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe, auch längerfristig in Bad Nauheim zu bleiben, weil ich einfach sage, ich bin nicht der Spieler, der wo jedes Jahr irgendwo anders spielt, sondern ich fühle mich meistens im zweiten oder dritten Jahr einfach auch wo besser, wo ich bin, weil ich einfach dann weiß, wo kann ich zum Bäcker gehen oder wo. Ja, ja. Ja, einfach die einfachen Dinge. Und ich merke einfach, ich würde schon sagen, dass ich mich als Spieler einfach weiterentwickelt habe auch. Und das jetzt mal unabhängig von den Punkten, weil ich denke eh nicht, dass ich ein Spieler bin, der wo zu 100% an den Punkten gemessen wird. Und ja.
deswegen sage ich einfach, es war die richtige Entscheidung und das freut mich halt, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Und wir wollen jetzt nochmal das Spiel von Sonntag in Kassel einfach vergessen und wir schauen nochmal auf das Spiel am Freitag, auf das Rhein-Main-Derby. Andreas Pauli, die Nummer 10 der Teufel, gehört zu den torgefährlichsten Stürmer der ganzen Liga. Trainer Petri Kujala ist glücklich, einen wie ihn in seinen Reihen zu haben. In 22 Spielen hat der Deutsche bereits 11-mal getroffen. Die Torejagd im zweiten Rhein-Main-Derby dieser Saison eröffneten die Löwen. Pavel Dronia mit einer schönen Bewegung, der Körpertäuschung und versenkt den Puck dann rechts oben im Eck. Die Frankfurter somit mit 1:0 in Führung. Und die Löwen legten direkt nach. Nur 30 Sekunden später hechtet Matthew Pistilli den Puck hinterher, bringt ihn dadurch in die Mitte, wo Nils Liesegang völlig alleine ist und auch er entscheidet sich für das rechte obere Eck. Die Löwen mit einem Doppelschlag und mit dem deutlich besseren Start in die Partie. Und sie hätten den Sack vielleicht sogar zu diesem Zeitpunkt schon zumachen können. Doch Brett Breitkreuz scheitert am Pfosten der Kurstädter. Und anstatt des 3:0 gab es im Anschluss diesen Konter für die Teufel und den Anschlusstreffer, erzielt durch Eugen Alanow. Mit der 2:1-Führung für die Löwen ging es in die erste Pause. Im zweiten Abschnitt waren es wieder die heimischen Fans, die zuerst jubeln durften. Die Frankfurter bekommen den Puck nicht weg. Und dann sieht Dusan Frosch seinen Stürmerkollegen Andreas Pauli frei vor dem Tor und dieser braucht nur noch einzuschieben. Nach 0:2 Rückstand hatten die Teufel das Spiel wieder ausgleichen können. Es entwickelte sich nun ein richtig gutes, ein packendes Eishockey-Derby. Lukas Laub auf und davon, nur noch durch ein Foul zu stoppen. Der Löwenstürmer verletzte sich bei dieser Aktion sowohl das Kreuzband als auch die Innenbänder und fällt für mehrere Wochen aus. Der Schiedsrichter entscheidet auf Penalty. CJ Stretch gegen Torhüter Mikko Rähme. Der Löwe besiegt den Teufel und somit waren die Frankfurter wieder mit einem Treffer in Front. Doch auch diese Führung konnten die Roten wieder ausgleichen. Vitali Arp mit dem 3:3. Mit diesem Spielstand ging es dann in die Verlängerung. Und hier war es Jussu Rajala, der die Teufelfans zur Ekstase brachte. Es war wirklich ein aufregendes Spiel. Beide Torhüter haben einen guten Job gemacht und mehrmals die Teams gerettet. Die Fans haben 62 Minuten nie aufgegeben. Es war eine ganz besondere Atmosphäre. Und die ganze Zeit mit 4 Reihen Tempo machen und unsere 4. Reihe hat heute sehr, sehr guten Job auch gemacht. Also da musste man die eigentlich auf dem Eis schicken. War vielleicht am Ende ein kleiner Vorteil für uns und dadurch auch denke ich, dass wir haben, natürlich ist das immer ein bisschen Lotterie, wer das Verlängerung gewinnt, aber ich meine, wir haben es verdient auch. Bad Nauheim gewinnt auch das zweite Rhein-Main-Derby in dieser Saison. Beide Spiele wurden allerdings erst in der Verlängerung entschieden. Ja, also der zweite Derby-Sieg gegen Frankfurt in dieser Saison, beide in der Verlängerung. Wenn wir das Spiel auf Freitag jetzt nehmen, würdest du sagen, ihr seid der verdiente Sieger gewesen? Ja, auf jeden Fall. Also ich muss echt sagen, klar, der Start war natürlich war nicht optimal. Aber ich muss sagen, wir haben uns immer zurückgekämpft und zum Schluss haben wir wirklich, eigentlich im letzten Drittel würde ich sagen, haben wir wirklich das Spiel dominiert. Und klar, Frankfurt hat auch wirklich sehr gut gespielt und haben auch super Chancen gehabt. Aber ich bin der Meinung, dass wir es zum Schluss schon verdient gehabt hätten. Ja. Und habt ihr dann auch zumindest in der Verlängerung dann den Siegtreffer geschossen? Dann überspringen wir mal das Spiel am Sonntag, vergessen wir das einfach. Aber trotzdem, wie gut ist es für euch, dass man jetzt sagen kann, nach so einer kalten Dusche in Kassel, man kann dienstags abends direkt wieder aufs Eis und muss nicht an so einer deutlichen Niederlage so lange knabbern? Ja, also ich muss ganz klar sagen, wir müssen am Dienstag einfach eine Reaktion zeigen. Also das sind wir unseren Fans schuldig, das sind wir dem ganzen Umfeld schuldig. Also das Spiel vom Sonntag, das müssen wir jetzt abhacken, müssen nach vorne schauen. Aber ich bin halt auch froh, dass wir jetzt wirklich am Dienstag wieder spielen. Da können wir es gut machen, wir brauchen die Punkte einfach.
Und das Spiel in Kassel, das muss abgehakt sein. Das ist, wie gesagt, im Sport, es werden immer mal Tage dabei sein, da läuft es einfach nicht so. Ja. Und dann sind wieder Tage dabei, da passt alles, da springen die Scheiben genau für dich. Und ja, aber jetzt, Sonntag war Katastrophe, aber muss abgehakt sein, ganz einfach. Allerdings wird das Spiel in Dresden auch kein einfaches, ne? Weil die Dresdner sind ja auch nicht zu verachten. Ja, also ein einfaches Spiel gibt es in der Liga gar keins. Aber ich muss halt natürlich sagen, der Spielplan, die letzten vier Spiele, oder jetzt noch das Spiel mit Dresden dazu, das ist natürlich ein sehr hartes Programm. Und Dresden ist für mich eine Top-Mannschaft in der Liga und das wird am Dienstag ein harter Kampf, aber wir müssen den angehen und, ja, und wenn jeder alles gibt, dann ist da auch was mit drin, auf jeden Fall. Wie laufen so, wenn Sonntag Spiel ist und dann Dienstag wieder, wie laufen dann für euch so Montag, Dienstag und dann ab? Ihr habt, glaube ich, heute Vormittag nochmal trainiert? Ja, also wir haben jetzt ein lockeres Training heute Vormittag gehabt, dass wir, also jeder halt den Dreck aus den Beinen rausbekommt. Und wir haben halt heute auch viel aufgearbeitet von gestern, das ist ganz klar. Der Petri hat das ganz klar angesprochen, was los ist. Und ja, ich würde es nicht sagen, das ist, muss man halt auch sagen, der Petri ist halt da wirklich top. Also der haut jetzt da nicht drauf, sondern der schaut, dass wir halt wieder nach vorne schauen. Und ich muss sagen, wir haben das heute wirklich sehr gut aufgearbeitet, dann haben wir ein gutes Training gehabt. Und jetzt müssen wir positiv sein und nicht irgendwie den Kopf in den Sand stecken, weil das bringt gar keinen was. Und das haben wir halt gemacht und jetzt schauen wir, dass wir uns gut erholen. Und morgen fahren wir in der Früh los, haben wir noch Training, schaut, dass sich jeder gut fühlt und dann werden wir morgen angreifen, ganz einfach. Wie ist es dann, wenn ihr in Dresden ankommt, wie viel Zeit ist dann noch zum Spiel? Weil da steckt ja dann auch noch mal so eine Busfahrt in den Knochen. Ja, ne? Meistens haben wir so 2 Stunden sind wir vorher da. Aber wie gesagt, es ist jeder lang genug Profi, jeder ist lang genug dabei. Jeder weiß, was er machen muss vor dem Spiel, wie er seine bestmögliche Leistung abliefern kann. Ja. Und das sehe ich jetzt aus. Klar, Heimspiel ist immer besser wie ein Auswärtsspiel, klar, aber ich sehe jetzt da kein Problem drin. Ja. Alles klar, dann danke ich dir, dass du heute zu uns gekommen bist. Wünsche viel Erfolg für das Spiel in Dresden und natürlich dann auch für die Restsaison. Danke. Liebe Zuschauer, das war's wieder von uns von der Sportschau. Wir sehen uns nächsten Montag zur gewohnten Uhrzeit. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine sportliche Woche. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.